Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Beer Pro von NHL 20. Es ist das Halbfinale im Scotiabank Center in Halifax, wo diese letzte Finalrunde stattfindet. Die letzte Gruppenpartie war schon gegen die Gulf Storm und die haben ja die Tri City Americans eindrucksvoll mit 3:1 beendet. So soll es heute natürlich wieder ausgehen. Und das ist aber ein Kampf. Und dementsprechend werden wir den Kampf annehmen und hoffentlich nach dieser Partie im Finale stehen. Sehr geil, Blackhawk, habe ich dir schon mal gesagt, ne? Finde ich absolut unfassbar geil. Man muss die das in den Cage geleert. Ah, schöner Move, Spinorama. Ein wendigeren und schnelleren Skater. Ja, das ist gut mit 14 Kilo weniger. O'Coin. O'Coin, einer der Spieler zum Beispiel, der zuletzt gegen Freiburg gespielt hat mit der University of Carleton. Dementsprechend wollte ich dann die Tri City Americans nehmen. So, 5 Minuten gespielt. Beim letzten Spiel um diese Zeit stand es 1:0 für die Storm. Wow, schöner Move. Aber kein Tor. Und eine Minute, ich muss zur Bank. Ah. Und Warm mit dem Save, ganz warmer Save. Und da sind wir. 2 Tore, 2 Assists. Also wir sind, glaube ich, ganz gut angekommen, würde ich meinen, in dieser Saison. In dieser Finalrunde und ich bin echt gespannt, wo es am Ende hingeht. Ich freue mich drauf. Auf den Draft. Wer freut sich auf den Draft? Du musst zur Bank? Jetzt? Ey, tu mal was ins Phrasenschwein. Ach, Stevie, wie geil. Du musst zur Bank? Jetzt noch? Ja, du musst zur Bank. Es ist verbessert worden, Chaos Nips. Aber es gibt ihn noch, also die Strafzeiten kommen immer noch, aber man hat ihn wesentlich entschärft, würde ich meinen. Also so würde ich es einschätzen. Natürlich habe ich auch ein bisschen durchs Online-Gameplay gemerkt, dass man den auch ein bisschen vermeiden sollte. Es gibt wesentlich andere Möglichkeiten, wie man hier an die Scheibe kommt. Aber nichtsdestotrotz, auch der ist entschärft. Mal schauen, wer dich draftet. Jetzt können Sie wetten, Einsatz 10 Euro. Ich. Oh, nimm ihn doch mit. Keine gute Aktion dieses Mal. Ich habe gedacht, der nimmt den. Missverständnis da im Aufbau. Schade, trotzdem schön gemacht. Oilers-Fan, danke für die Live-Übertragung. Wunderschönen guten Abend. Begrüßung kommt sofort. Schöner Check. Ah, jetzt haben sie wild jetzt die wieder abgenommen. So, wo ist Oilers-Fan? Gefreiter S04-Fans 04 meldet sich zum Stream. Ne, das war S0. Gefreiter Oilers-Fan meldet sich zum Stream. Nein, die Blackhawks. Was für eine Blackhawks? Uncle Benz 84 hat sich die Kuflex angeschlossen. Guten Tag, herzlich willkommen. Spaß mit und danke für dein Follow, mein Freund. Willkommen bei den Kurventracks. Moin, Oilers mit Freundin. Wunderschönen guten Abend. Und wir haben über 3000 Follower auf Twitch. Party! Ich denke, Nashville, Philadelphia, Colorado oder Blackhawks, wäre ich mit allem einverstanden. Es werden die Jets.
Ey, tu mal was ins Phrasenschwein. Das ist nicht nett, Kausnitz. Das ist nicht nett. Ach, ich hätte gedacht, dass der so perfekt ankommt. Hätten wir direkt abziehen können. Radcliffe! Aber der bereitet ihm da ein warmes Empfängnis. Ist das neue Team dabei? Es wären die Saints. Wäre ich mit einverstanden, Earth? Was für ein neues Team? Und Povich. Alter! Aber was machst du denn, wenn es die Jets werden? Ein Jahr bei den Jets spielen, Chaos. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ach so, Seattle. Nee. Stimmt. Ich habe gerade alles andere gedacht, nur das nicht. Hab die Seattle gar nicht auf dem Schirm gehabt aktuell. Kommen aber erst noch. Ja, check. Alter, wie lange will er mich da noch festsetzen? Schiri! Servus Chris, wunderschönen guten Abend. Was machen wir, wenn es die Winnipeg Jets werden? Wer kriegt den Ärger? Ein echter Fan der Ölindustrie. Es lebe die Verbrennungsmotoren. Ach, Steven, der Fieber. Was hast du heute geraucht? Flames wegen dem Goalie. Flames wäre ich tatsächlich nicht so dafür. Flames wären jetzt nicht so meine erste Wahl. Muss ich ehrlich sagen. Bin echt gespannt, wo wir landen. Ich nehme den Ärger freiwillig. Sorchak, Samorukov. Detroit wäre auch okay. Genauso ist es dann. Arizona, sagt Rosendorf. Ey, tu mal was ins Phrasenschwein. Ey, mit was er kommt. Oder Columbus oder Carolina. Das ist nicht nett, Rosendorf. Genau. Wenn es die Jets werden, stürzt das Spiel ab. Ups. Lass ihn in Ruhe. Ah. Servus, Grill. Weiß ich gerade gar nicht mehr, Doggy. Wow. Werden enger. Komm! Scheibe bleibt drin. Jetzt aber! Holy shit! Genau, Notfall Schwenning. Völlig korrekt. Beginnen wir in der DEL. Machen wir. Bei Madden vielleicht. Arizona Cardinals. Vorsichtig, spitzer Winkel. Ja. Ach, der kriegt ihn. Wenigstens seiner hat es gemerkt. Ich kann mich gerade nicht drauf konzentrieren. Sorry, Chaos. I'm so sorry. Wieso habe ich denn keinen Empfang beim Handy hier? Da steht nur Notrufe. Ich starte mal neu. Die ganze Zeit schon gesehen. Doggy, wenn ich nächstes Jahr sterbe, dann keine Ahnung, das ist viel zu weit hin. Ja, die Flyers hätten durch und durch auf jeden Fall Charme. L.A. wäre halt absolut ein Traum. L.A. wäre absolut ein Traum. Also. Neues Handy kaufen, Bloody Lee. Bitte nicht. Sind
kriegt er die Scheibe nicht. Letztes Drittel. Und jetzt geht's um die Wurst, liebe Leute. Oh, schöner Check. Muss man neidlos anerkennen. Jetzt kommt auch Coin. Gib mir eine Münze. Smartphone Remote hilft immer. Ja, einfach mal ausmachen, anmachen. Das läuft. Naja, wieso solltest du sterben? Wenn mir ein Unfall passiert, wenn ich überfahren werde, wenn ich ein was weiß ich was hab, weiß man ja nie. 2026 sind es aktuell noch 7 Jahre. Weiß man nie, was passiert. Oh! So weit kann man nicht planen. Sehr schön. Den nehmen wir noch mit. Oh, Popovic wieder mit dem Safe! Wenn er für die Jets spielen muss. Hey, tu mal was ins Phrasenschwein. Definitiv. Nightbot hilft dem Bloody mal. 25.09. kommt beim iPhone Mario Kart. Das ist halt genial. Also Mario Kart ist richtig cool, aber fürs Handy weiß ich nicht. Man muss halt wirklich alles noch da rausquetschen fürs Handy und für keine Ahnung. Super Thema, klingt nach meinem Chef, wir werden alle sterben. Was hast du für einen Chef? Er schmiert seine Xbox ab. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier keinen Gegentreffer kassieren. Das wäre jetzt ganz, ganz bitter. Und das live im Stream. Ich will jetzt erstmal hier die Serie gut zu Ende bringen. Yes! Und was macht der denn für einen One-Timer? Ja, Mann! Und Christoph Rabik mit dem Führungstor. Haare abrasieren im Leben nicht, Büro. Sowas würde ich nie machen. Sowas würde ich nicht mal machen, wenn ich sage hier oder wenn einer sagt, er spendet 1000 Euro. Never ever. Es gibt einfach Dinge, wo man sich nicht kaufen lässt. Also ich zumindest nicht. Es gibt ja so Streamer, die sagen irgendwie, keine Ahnung, wenn wir 3000 Euro voll haben, dann mache ich die Haare rosa oder so. Aber das kann ich und will ich nicht machen. Ah. Da ist was dran, Chaos Nips. Da ist was dran. Puff, es entsteht ein Rauchwölkchen. Boah, Fehler. Sehr schön, aber ich bin nicht schnell genug. Ach so, deine. Gerade ein schweres Spiel, man merkt, es ist die Finalrunde. Jetzt aber! Boah! Tschüss! Sehr schön, wieder in der Defensive. Und jetzt müssen wir zur Bank einfach die Scheibe vorbringen. Keine 2 Minuten mehr. 1:0, das könnte reichen. Fürs Finale. Das wäre so nice. Das wäre so nice. Dann haben wir erstmal weggedrückt. Wie kommst du da? Nein! Wie kommst du da drauf, Condor? Der Ausgleich! Und vor lauter, lauter, Freunde, habe ich gar nicht den neuen Controller benutzt.
am Sonntag wird er dann eingeweiht. Und dann kriegt er die Scheibe und er macht den Ausgleich. 55 Sekunden vor Schluss, das ist bitter. Der Stream läuft so flüssig. Ey, tu mal was ins Phrasenschwein. So, jetzt also. Sattessen, sagt Hightower, genau. 100 Millionen wären mir ehrlich gesagt viel zu viel. Ich glaube, die Hälfte würde ich direkt mal spenden. Und die andere Hälfte, weiß nicht, das ist viel zu viel Geld. Mir wäre das zu viel. So eine Million wäre in Ordnung, dass man trotzdem auf dem Boden bleibt, aber ein sorgenfreies Leben führen kann. Das würde mir reichen. So, jetzt noch ein paar Sekündchen. Vielleicht nochmal so eine Last-Second-Geschichte? Nein. Und jetzt geht das Ding hier tatsächlich in die Overtime. Was noch gesagt? Schieß, du Affe, zack, ist er drin. Hey, 16-11 für die Gulf Storm. Willkommen zurück, David. Sehr schön. Ah, schön verteilt, aber mein Mitspieler. Kriegt das nicht ganz so erfolgreich hin. Warum nimmt er den nicht an? So, jetzt kommt auch gerade, wenn wir von den 100 Millionen reden, Condor, jetzt kommt auch gerade von Tipi der Link. Dann weiß man, was man mit den 100 Millionen machen kann. Direkt dahin überweisen. Lasst euch dann alle teilhaben. Vorsichtig. Jetzt eine Niederlage, das wäre bitter. Das wäre bitter. Ich muss raus. Yes! Holy shit! Und was war das denn für eine Hereingabe? Und da ist wieder das Auge, the Eagle, bloody! Woo! Und der war noch richtig schön in die Lücke. Was für ein Spielzug, der war echt schön. Also ohne Spaß, der war echt schön. Lecco mio, ey. Der war, da muss ich wirklich sagen, Chapeau, der war echt schön. Der war, kann man mal machen, definitiv. Und damit stehen wir im Finale. Geil, absolut geil. It's a final countdown. Alter Verwalter. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Heiliger Strohsack, ey. Wahnsinn. Auf wen werden wir treffen im Finale? Jetzt müssen wir die Halifax Mooseheads schlagen. Also genau gegen die Mannschaft, gegen die wir ja zu Beginn verloren haben. Und ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.